Kinder, meine Freunde aus Wald und Wiese wollen euch erzählen, wie sie den kalten Winter verbringen. Und das ist nicht immer einfach. Ich bin ein Murmeltier und wohne hoch oben in den Bergen. Da wird es schon kalt, wenn es bei euch in der Stadt noch warmer Herbst ist. Deswegen mache ich einen gemütlichen Winterschlaf und der ist ganz schön lange. Ich fresse vorher sehr viel und schlafe 6 Monate lang. Wenn die warme Frühlingssonne kommt, wache ich wieder auf. Auch ich, der Igel, verschlafe den Winter. Ich suche mir einen dicken Laubhaufen, unter dem es schön warm ist. Ich muss aber vorher viel fressen, sonst reicht meine Energie nicht bis zum Frühling. Wenn ich zu dünn bin, kannst du mir mit einem warmen Platz helfen und mir einen Winterquartier geben. Ich muss dann aber zwischendurch wach werden und ein bisschen fressen. So fest wie Murmeltiere und Igel schlafe ich nicht. Ich verkrieche mich aber in eine warme Höhle, wo auch meine Bärenkinder geboren werden. Wenn es im Frühling warm wird, dürfen sie dann hinaus. Eine dicke Speckschichte brauche ich aber schon für die lange Zeit ohne Fressen. Das nennt man Winterruhe. Wir Störcher haben es leichter. Unsere Nester bauen wir auch Rauchfängen. Wenn es uns hier zu kalt wird, fliegen wir einfach dahin, wo es warm ist. Wir fliegen ganz weit, sogar bis nach Afrika. Auch die flinken Schwalben fliegen wie der Storch ganz weit weg, wenn es kalt wird. Vögel, die in verschiedenen Ländern das Jahr verbringen, fliegen nett. Nennt man Zugvögel. Uns Möwen ist es hier nicht zu kalt. Im Gegenteil, im Frühling wird es uns hier sogar zu warm. Da fliegen wir weiter nach Norden, wo es etwas kühler ist. Viele Tiere aber sind auch im Winter aktiv. Ich, der Fuchs, bin so ein Tier. Auch im Winter muss ich auf die Jagd gehen, sonst habe ich nichts zum Fressen. Das ist schwer, weil die Büsche und Bäume die Blätter verlieren und mich die Hasen schneller sehen. Deshalb besuche ich auch manchmal einen Hühnerstall und hole mir dort ein Huhn zum Fressen. Das haben die Bauern aber nicht sehr gerne. Mein
Fell wird im Winter dichter, da friere ich dann nicht. Und ich, arme Hase, muss dem Fuchs immer entkommen. Dabei kann ich auch beim ganz schnell laufen, blitzschnell Richtung ändern. Das nennt man Hacken schlagen. Auf Schnee ist das aber nicht so leicht. Ich bin ein Schneehase und wohne wie das Murmeltier in den Bergen. Im Sommer ist der Boden graubraun. Da hat auch mein Fell diese Farben, damit mit die Adler aus der Luft nicht gut sehen können. Die wollen mich nämlich fressen. Im Winter liegt Schnee, da bin ich leider gut zu sehen. Aber ich habe einen tollen Trick. Mein Fell wird weiß und so sehen mich die Adler wieder nicht gut. Winterschlaf kenne ich als Eichhörnchen auch nicht. Aber Nahrung finde ich im Winter auch schwerer. Deshalb sammle ich schon im Herbst Nüsse und Eicheln, die ich in Vorratslagern gut verstecke. Manchmal verstecke ich sie gut und finde sie gar nicht mehr. Mein langer, buschiger Schwanz hilft mir beim Klettern und Springen zwischen den Ästen. Ich lasse mich in Parks auch gerne von euch Menschen füttern. Ich bin der Biber und baue richtige Biberburgen an Teichen und Seen. Im Herbst sammle ich Zweigen und Äste als Vorräte für den Winter. Mit meinen scharfen Zähnen kann ich sogar Bäume fällen. Mein schubiger Schwanz hilft mir beim Schwimmen und Tauchen. Ich bin der Luchs, wenn ich im Winter Beute jagen muss, bekomme ich so etwas wie Winterstiefeln. Zwischen den Zehen habe ich dichte Haare, die das Laufen und Schleichen auf Schnee leichter machen. Wir Wölfe arbeiten bei der Jagd als Team zusammen und jagen unsere Beute in Gruppen. Die jungen Wölfe dürfen ganz schön frech sein und sogar den Leitwolf am Schwanz ziehen. Uns Bienen geht's im Winter nicht so gut. Bis auf unsere Königin sterben wir alle, wenn es kalt wird. Die Königin legt im Winter Eier aus, denen dann viele Bienen schlüpfen, wenn es warm wird. Wir fliegen im Frühling und Sommer von Blumen zu Blumen und sammeln Blütenstaub. Daraus machen wir Honig, der euch Menschen gut schmeckt. Aber Achtung, wir stechen, wenn wir uns angegriffen fühlen. Auch für uns Haustiere am Bauernhof bringt der Winter Abwechslung. Am Land sind wir Kühe oft in der warmen Jahreszeit, also von Frühling bis Herbst, auf saftigen Wiesen in den Bergen, die ihr Menschen Alm nennt. Wenn es kühler wird, werden wir wieder hinunter in die Ställe gebracht.
Meine Freunde haben dir jetzt ganz schön viel erzählt. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie schwer uns Tiere der kalte Winter fällt.